Hey Leute, hier ist eure Bora. Ich möchte euch das Spiel Spiritfarer in dem folgenden Video vorstellen. Es handelt sich hierbei um ein Indie-Abenteuerspiel, bei dem ihr als Fährfrau der Verstorbenen um die Welt reist. Dabei sammelt ihr verlorene Seelen ein und helft ihnen, ihre noch offenen Aufgaben zu erledigen, sodass sie anschließend glücklich und zufrieden ins Jenseits gehen können. Ich sag mal so, Spiritfarer ist mal was ganz anderes und überzeugt mich auf jeden Fall, was die Grafik und auch die Story angeht. Also seid gespannt und überzeugt euch selbst. Los geht's. Ah, endlich. Einen Moment lang hatte ich schon gedacht, dass du nie aufwachen würdest, Kleine. Welche Ironie wäre das denn gewesen, nicht wahr? Ich bin Charon, der Seelenfährmann. Zumindest war ich das bis zu deiner Ankunft. Ich bin nicht wirklich traurig, von hier zu verschwinden, aber einige Dinge hatte ich schon noch zu erledigen. Ich fürchte, du musst dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Schließlich ist heute mein allerletzter Tag. Und wer bist du? Stella. Willkommen, Stella. Wie ich sehe, hast du einen Freund mitgebracht. Wie heißt er? Daffodil. Aha. Dann werdet ihr die Bürde gemeinsam tragen und meine Aufgaben übernehmen. Wie schon erwähnt, in einigen Minuten werde ich aus dieser Welt verschwinden. Und deshalb bist du hier. Du wirst die neue Seelenfährfrau sein. Hör zu, deine Aufgabe wird alles andere als einfach sein, aber dennoch simpel. Finde die verirrten Seelen auf den Inseln und bringe sie hierher, wenn sie dazu bereit sind. Sterbende Seelen können nicht aus eigener Kraft ins Jenseits überwechseln. Du musst ihnen dabei helfen, ihre letzten Anfragen zu erfüllen und ihnen bis zu ihrem letzten Atemzug zur Seite stehen. Die große, runde Brücke dort drüben ist die Immerpforte. Das Alpha, wo alles beginnt, und das Omega, wo alles endet. Hier wird alles Streben erfüllt und die Existenz erreicht ihre Schwelle. Eine wichtigere Aufgabe gibt es nicht. Vergiss das niemals, Stella. Hier, ich muss dir etwas geben. Damit musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist das Immerlicht. Das Symbol deines Status in dieser Welt und das einzige Werkzeug, das du je brauchen wirst. Moment, was machst du denn? Oh, wie unangebracht. Nun, das reicht jetzt aber. Das Immerlicht wird euch auf euren Reisen helfen. Es wird ein Licht in der Dunkelheit sein, die letzte Hoffnung der Verstorbenen. Hoffnung ist eine Flamme, das Licht, das nie erlöscht, das Leuchtfeuer der Ewigkeit. Es gibt keine wichtigere Pflicht und sie ist schwierig und unbequem. Das Schicksal verlorener Seelen ruht auf euren Schultern. Keine Sorge, zu Beginn war ich auch von allem überwältigt. Versucht einfach nur, euch zu konzentrieren. Eins nach dem anderen. Schon bald werdet ihr euch an diesen Ort gewöhnt haben und an diese Momente. Ihr seid schließlich die neuen Seelenfeer-Leute. Oh, eine letzte Sache noch. Wenn ich weg bin, wirst du dir ein eigenes Schiff suchen müssen. Meins ist nicht für dich geeignet und wird verschwinden, sobald ich weg bin. Wenn du eine Zeit lang in die richtige Richtung ruderst, solltest du ganz in der Nähe eines finden. Vermutlich. Es ist Zeit. Ich muss gehen. Leb wohl, Stella, und viel Glück. Du wirst es brauchen.
Wow, was für ein Intro. Also ich fand's cool. Ich weiß ja nicht, wie ihr das fandet, aber ich fand's echt cool. Tada. Drücke Leertaste, um zu springen. Halte Leertaste gedrückt, um höher zu springen. Okay. Naja, so ganz funktioniert das nicht, aber... Genau hier. Stella, du bist es wirklich. Steh doch mal gerade und lass dich anschauen. Du siehst gut aus. Und dafür dir ist auch hier, wie ich sehe. Da brauchen wir wohl eine Fusselrolle. Ah, vielleicht ist es nicht so offensichtlich. Ich bin's, Quinn. Gut, dass du mich gefunden hast. Aber wenn du hier bist, dann bedeutet das... Oh, du bist die neue Seelenfährfrau. Du bist Charons Nachfolgerin. Ich hatte versucht, ihn loszuwerden und bin nur zufällig hier gestrandet. Ich sitze hier schon seit einer Woche auf dieser ekligen Insel fest und lebe von Sardinen und Zigaretten. Schon komisch, früher habe ich dir immer aus der Patsche geholfen. Wie ich sehe, hast du jetzt ein Immerlicht. Natürlich. Siehst du das Schiff da drüben? Naja, kleines Schiff. Das ist es. Es ist offensichtlich etwas heruntergekommen, aber du solltest es übernehmen. Da du die Seelenfährfrau bist, müsste es funktionieren. Gut, treffen wir uns dort drüben auf dem Deck. Ich werde dir alles erklären. Man hier machen. Ach süß. Nehmen wir einfach mal Platz. Okay, dann mal los. Ich hoffe, mein Pelzmantel wird nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wow, coole Animation. Wunderbar. Ich hüpfe nie vor Freude herum, aber das fühlt sich wirklich gut an. Weitaus besser als erwartet. Also, so wie ich die Sache sehe, gehört dieses Schiff jetzt dir. Meinst du nicht auch? Gut. Und da du die Seelenfährfrau bist, ist es jetzt deine Aufgabe, verlorene Seelen willkommen zu heißen. Sobald sie an Bord sind, werden sie ihre wahre Gestalt annehmen. Das ist zumindest meine Theorie. Warum siehst du mich so an? Komm her und umarme mich. Yay. Viel besser. Komm mit. Sehen wir uns dieses Chaos mal an. Was für ein Durcheinander. Erinnert mich an meine Tante Petunias alten Hof. Ein wunderschönes, chaotisches Testament der Faulheit. Oder einfach die vollkommene Unfähigkeit, sich von irgendetwas zu trennen. Wie dem auch sei, wir müssen etwas dagegen unternehmen, sonst kommt meine Stauballergie zurück. Lass mich nachdenken. Wir haben nur eine Möglichkeit, das alles aufzuräumen. Du musst dich mit Albert treffen. Er ist ein örtlicher Schiffsbauer. Und seine Witze sind erbärmlich. Aber nur er kann ein Schiff auf Vordermann bringen. Wir sollten zu Alberts Werft schippern. Du fragst dich sicher, wie du dieses Schiff in Bewegung setzen kannst. Das ist im Grunde kinderleicht. Hier, diesen Schlüssel habe ich auf der Insel gefunden. Damit kannst du die Kajüte hinten auf dem Schiff aufschließen. Dort sollte sich ein Kartenprojektor befinden. Wo ich das alles weiß? Nun, ich hatte doch meine Flucht geplant, weißt du noch? Du kennst mich ja. Ich plane sorgfältig. Sehr sorgfältig. Geh und schließ die Kajüte auf, Stella. Der Kartenprojektor sollte einfach zu bedienen sein und du musst ja nur zu Alberts Werft. Dann schauen wir mal. Starte dein Schiff von Stellas Kajüte aus. Jo, machen wir.
Cool. Und jetzt? Stich in sie. Nur denn. Wenn ich es richtig verstehe, treibt dein Immerlicht das Schiff an. Du kreuzt es über den Ozean und spürt verlorene Seelen auf. Das würde auch erklären, warum ich selbst nichts bewirken konnte. Oh. Ziemlich faszinierend, das musst du schon zugeben. Hör zu, ich weiß schon, dass sich das alles etwas überwältigt. Charon, die Immerpforte, die Seelenfährleute, dieser Ort, dieses Schiff, dass ich hier bin. Das ist eine Menge. Du fragst dich sicher, was hier vor sich geht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht genau. Aber ich bin für dich da. Ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen und alles zu erklären. Wie schon gesagt, ich wollte selbst losfahren, aber ich konnte es einfach nicht. Nachdem ich dich getroffen habe, weiß ich wohl auch warum. Ich lasse dir erst einmal etwas Raum, um das Schiff zu erkunden. Du kannst auch die Angel dort drüben ausprobieren. Die Welt liegt dir zu Füßen. Dann machen wir das doch mal. Gehen wir eine Runde angeln. Yay. Mein erster Fisch. Schon. Einen schauen wir noch. Tada! Perfekt. Da werden wir. Halberts Werft entdeckt. Geh jetzt zu Halberts Werft und verbessere dein Reißbrett. Anders wirst du das Chaos nicht los. Ich frage mich, woraus das alles besteht. Angesichts des Geruchs tippe ich auf mindestens 7 unterschiedliche Arten von Dreck und Staub. Na, mal schauen. So. Willkommen in meiner Werft, junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. Ich bin Albert. Ich baue Schiffe, seit ich denken kann. Bist du die neue Seelenfährfrau? Oh, aber natürlich. Du hast das Schiff schließlich zum Laufen gebracht und hergesteuert. Gwen hat gut daran getan, dir mein bescheidenes Unternehmen zu empfehlen. Ha. Dann wollen wir mal sehen, was du da hast. Nette kleine Jolle. Sieht genauso aus wie die, die ich vor Ewigkeiten gebaut und in meiner alten Werft eingelagert habe. Charon war mit seiner düsteren, durchweichten Arche nämlich nicht zufrieden. Eigentlich war er ständig am Meckern. Aber der Kunde ist nun mal König. Deshalb habe ich ihm eine neue, bessere gebaut. Sein altes Schiff wollte er natürlich nicht aufgeben. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Aber keine Sorge, das Schiff kannst du behalten. Betrachten wir es einfach als Leihgabe. Und eins wollte ich dir noch sagen. Weißt du, dass wir immer darüber witzeln, dass hier ständig gebaut wird? Mach dir keine Sorgen. Wir arbeiten noch daran. Wie dem auch sei, mit etwas Liebe wird dieser Kahn bald wieder wie neu funkeln. Zuerst benötigst du ein ordentliches Reißbrett. Weil heute dein Glückstag ist und ich in Spendierlaune bin, gebe ich dir dein erstes Reißbrett. Kostenlos. Es ist wohlgemerkt etwas simpel in seinen Anwendungsmöglichkeiten, aber die weiteren Verbesserungen sind so günstig, dass du nicht lange auf sie verzichten möchtest. Weise mich einfach an, das Schiff zu verbessern. Das ging ja schnell.
kannst Gebäude auf deinem Schiff bauen und bearbeiten. Das ist toll. Aber wenn du dein Schiff wirklich größer und komfortabler machen möchtest, kann ich dir helfen. Statte mir einen Besuch ab, wenn dir der Platz auf dem Schiff ausgeht. Bis dann. Zurück auf Schiff. Okay. Gut. Albert hat dir das Schiff gratis überlassen und der meint, es sei eine Leihgabe. Verdächtig. Schwer zu sagen, was er im Schilde führt, aber es klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um deine aktuelle Aufgabe. Dieses Deck zu säubern. Geh zu deinem neuen Reißbrett über deiner Kajüte und wähle die Option Bewegen. In diesem Modus kannst du Gebäude entfernen und ihre Ressourcen zurückerhalten. Nur zu, ich werde die hier unten warten. Bewegen. Eigentlich ist das Bearbeiten, aber... Tada! Voll bearbeitet. Kann ich auch schon was bauen? Anscheinend nicht. Na gut. Du hast wundervolle Arbeit geleistet, Stella. Und du hast sogar genügend Ressourcen übrig, um ein Gästehaus auf deinem Schiff zu bauen. Eine notwendige Annehmlichkeit. Es bietet neu angekommenen Seelen wie mir einen vorübergehenden Ort zum Entspannen und Schlafen. Nun ja, so richtig schlafen vielleicht nicht. Ich kann dir sagen, dass niemand freiwillig mehr als eine Nacht dort verbringen möchte. Aber immerhin besser als an Deck zu schlafen. Die Sterne sind ja hübsch anzusehen, aber das Holz ist hart und die Luftfeuchtigkeit ist störend. Den Rest überlasse ich dir. Viel Spaß! Also wieder bauen. Ein Gästehaus. Dann bauen wir das doch. Dieses Gästehaus ist sehr hübsch. Man erkennt deinen Einfluss. Schön gemacht, wie immer. Jetzt kann ich mich endlich irgendwo hinsetzen und die Aussicht genießen. Oh, warte. Was ist das denn? Da geschieht noch etwas anderes. Damit hätte ich rechnen sollen. Ich bin tatsächlich hungrig. Sehr hungrig. Du weißt ja, was ich für eine miese Köchin ich bin. Aber ich weiß noch, dass du ein wahres Talent fürs Kochen hattest. Und vielleicht hast du schon ein paar Fische gefangen. Leider kann ich keinen rohen Fisch am Stück essen. Ich könnte es wohl versuchen, würde mich aber sicher an einer Grete verschlucken und sterben. Du willst doch nicht, dass ich so abtrete. So absurd das auch klingt, du solltest also wieder dein Reißbrett bemühen und eine Kombüse errichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort die Baupläne dafür gesehen habe. Sowie die benötigten Ressourcen. Verdammt, du brauchst Leuchtgelee. Und das erhältst du nur auf eine ganz bestimmte Art. Na schön. Das hätte ich dir gleich am Anfang sagen sollen. Es gibt etwas, das mir große Angst macht. Eine düstere Präsenz, die selbst mich erschaudern lässt. Eine Leere, die alles verschlingt, selbst das Licht. Sie kann viele Gestalten annehmen. Und für mich manifestiert sie sich immer als Qualm. Ja, die Ironie ist mir durchaus bewusst. Das Leuchtgelee, das du für die Kombüse brauchst, kannst du nur von diesen Quallen erhalten. Es gibt also keine andere Möglichkeit. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Aber du bist an meiner Seite. Mit dir werde ich es schaffen. Sie erscheinen als dunkler Fleck reine Angst auf deiner Karte. Du kannst sie also nicht verfehlen. Also los. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um mich darauf vorzubereiten. Falsch.
Das ist ja niedlich. Eine Qualle. Quallenphase. Da kann ich wohl noch ein bisschen angeln, nicht? Wenn die gute Baltunge hat. Läuft. Für den Durchlauf hier. So, letzter. Verdammt, da kommen sie. Konzentriere dich auf die mit dem Leuchtgelee. Sie sollten leicht zu erkennen sein. Versuche aber, möglichst allgemein so viele wie möglich zu fangen. Dafür erhältst du nämlich Glimps. Ich werde drinnen auf dich warten. Dort draußen ist es zu anstrengend für mich. Okay, nur zu, ich glaube an dich. Ja, dann schauen wir mal. Hier geblieben. Nein. Ha. Meins. Naja, gar nicht so verkehrt. Okay, ich bin wirklich beeindruckt. Du warst echt spitze. Du bist herumgerast und gehüpft wie eine Sternschnuppe. Völlig ohne Angst oder zu zögern. Du bist auf jeden Fall immer noch auf Zack, Stella. Und du hast sogar genug Leuchtgelee gesammelt, um eine ordentliche Kombüse zu bauen. Nur zu. Ich werde geduldig warten, während ich mich selbst verdaue. Hahaha. Nur mal nicht übertreiben, junge Dame hier. Püse. Kriegen wir hin. Du kannst jetzt den Ofen in der Kombüse verwenden. Das sollte ziemlich einfach sein. Du legst einfach eine Zutat in den Ofen und wartest, bis sie gar ist. Du kannst es sogar mit diesen Maiskörnern versuchen, die ich in meinen Taschen gefunden habe. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder als Meisterköchin zu sehen. Du schaffst das schon. Hey. Na, mal schauen.
kochen. Ich könnte gerade alles verputzen. Gib mir einfach etwas zu essen. Gut. Nun, so schnell werde ich also nicht sterben. Danke, Stella. Das ist besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber eigentlich hast du in der Küche schon immer Wunder vollbracht. Vergiss nicht, Seelen leben nicht von Sonnenschein und Wasser allein. Hin und wieder brauchen wir eine ordentliche Mahlzeit. Du musst selbst herausfinden, wem was schmeckt. Was mich betrifft, weißt du ja sicher noch, dass ich Seelentröster-Gerichte schon immer geliebt habe. Und dass ich für eine Tasse Kaffee sterben würde. Aber ich bin nicht sehr wählerisch, ich kann alles essen. Aber nie dasselbe Gericht zweimal hintereinander. Oh, und bevor ich es vergesse, den hätte ich dir schon früher geben sollen. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert, aber ein Obolus ist ein Symbol des Übergangs. Jede Seele muss diese Gebühr entrichten. Aber ich habe das Gefühl, dass du das schon wusstest. Nun gut, verbessern wir deinen Kahn mal weiter. Auf deinem Reißbrett hast du sicher schon die Baupläne für ein Feld und einen Garten gesehen. Das bedeutet, du kannst viele verschiedene Pflanzen anbauen und dieses Schiff zu einem hübschen Bauernhof machen. Ich denke, das Feld solltest du zuerst bauen. Die Ressourcen dafür sind in der Umgebung leichter aufzutreiben und dann kannst du Flachs anbauen. Daraus kannst du dann weitere Dinge herstellen. Neben dem Bau des Felds sollten wir auch Samen dafür kaufen, aber darum kümmern wir uns später. Du musst zu einer Insel in der Nähe fahren. Sie heißt Moossteinbucht und dort gibt es etwas, das wir brauchen. Ich werde es dir verraten, wenn wir dort sind. Ah, ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wie du bemerkt hast, hält das Schiff nachts an. Ich glaube, das ist ein Nebeneffekt, weil dann immer Licht nun mal Licht ist. Oder steckt sonst irgendeine technische Sache dahinter? Es hilft deinen Passagieren jedenfalls, ruhig zu schlafen. Du kannst aber tun, was du möchtest. Arbeiten abschließen oder einfach nur die Sterne genießen. Ich würde vorschlagen, dass du in dem kleinen Raum oben in deiner Kajüte auch eine Runde schläfst. Dann wirst du putzmunter aufwachen und das Schiff nimmt am Morgen wieder Fahrt auf. Oh, und wo wir gerade davon reden. Du weißt ja, dass ich schon immer eine Langschläferin war. Du kannst die Glocke dort läuten, um die Passagiere zu wecken. Aber denk dran, läute sie nur zur rechten Zeit. Am frühen Morgen wäre perfekt. Und jetzt ist es Zeit für mich ins Bett zu gehen. Wir sehen uns morgen, Stella. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ach ja, kochen wir mal noch was. Hoffen wir mal, dass es nicht verdirbt. Ob wir nachts andere Fische fangen können? Gucken wir mal. Naja, nicht ganz. Ein Schuh. Na Mensch. Na gut, dann gehen wir auch mal pennen. Schlafenszeit.